Let's start again.
So, jetzt bin ich wieder hier, wie ihr seht, mit Dingensgang. Mit zwei Leben. Und, ja, ihr habt schon die paar Sekunden vorher gesehen, weil ich da ja noch das Item eingesammelt habe. Und es gibt da weiter vorne noch einen Shortcut, wo man sich den Kampf gegen die Albtraumhunde hätte sparen können. Aber den habe ich jetzt leider nicht benutzt, weil ich da zweimal runtergefallen bin. Da habe ich mir gedacht, komm, da kannst du jetzt genauso gut den normalen Weg gehen. Aber ich hoffe mal wirklich inständig, dass... Ja, was hoffe ich denn inständig? Keine Ahnung, was ich inständig hoffe. Dass ich hier nicht drauf gehe. Bitte jetzt nicht oben, bitte jetzt nicht oben. Okay, okay, okay. Noch im... Verrecke einfach an deiner eigenen... Kotze. Okay. Zeitlich müsste das auch noch im passenden Rahmen sein. Oh. Ich weiß nicht warum, aber ich sollte nicht mehr Zeiten im Kopf haben, die gar nicht stimmen. Da sollte ich was dran ändern. Mit etwas Glück im nächsten Level dann was Neues freigeschaltet. Als nächstes werden EKP erhöht. Ist so, wenn... Hoppala. Wenn Unleashed erhöht wird, wird als nächstes KP erhöht. Der Eistempel. Nicht der Eistempel, sondern der Eistempel. Hoppala. Zwei, drei, vier, fünf. Ach ja, das... Hallo, hallo! Für einen Moment habe ich gedacht, ich hätte jetzt das Spiel gesoftlockt. Stell dir mal das vor, das wäre jetzt richtig scheiße gewesen, wenn das Spiel gesoftlockt wäre. Okay, ich muss da oben, glaube ich, erst einmal einen Schalter aktivieren. Ach nö. Okay, okay. Ja, da warten wir jetzt einmal eine Runde, bevor es uns wieder Eis am Stiel wird. Oder gefrorener Wolf. Wofür war denn der Schalter noch einmal? Ach, mit dem hätte man wahrscheinlich die Dinger. Die Eisdinger hier deaktivieren können. Ach, nö. Hallo, wie komme ich denn jetzt hier? Okay. Das ist uninteressant. Okay, da Geierkraftpunkte sind jetzt nicht wirklich uninteressant, aber da haben wir mehr als oft genug die Gelegenheit, so welche zu sammeln.
So. Zack. Und ab nach oben mit dir. Ab nach oben mit dir. Ab nach oben mit dir. Geht doch. So, Tür ist auf. Krüge hin. Alles stimmt. Ich hab mal gedacht, da wäre ein Item. Aber gut. Da die Punkte ja eh schon auf dem Weg liegen. Och nö, jetzt kommt wieder so ein Scheiß. Und irgendwo hast du dich auch noch wieder prügeln dürfen. Immerhin kannst du hier ein paar Gegenstände... Ich glaube, hier könnte man sogar alle Gegenstände, die hier im Level versteckt sind, finden. Okay. Okay, böse Flughainis. Wobei der Böse mich jetzt sogar tatsächlich gerettet hat, indem er mich wieder zurückgeschossen hat. So. Und der 2. Und da oben ist der 3. Hallo, willst du mal nach oben? Dankeschön, mein Freund. Auch wenn du gar nicht mein Freund bist, aber das ist ja nichts Verwunderliches, weil ich habe ja keine Freunde. Deswegen mache ich auch sowas hier. Weil ich sehe dann, da schauen mir ein paar Leute zu und die kann ich dann meine Freunde nennen. Ja. Hui. Nochmal hätte ich jetzt da nicht hochgewollt, aber gut. Und die Tür öffnet sich automatisch. Automatisch. Das ist ein Wort. Automatisch. So, das waren jetzt aber Unleashed-Punkte, oder? Ach, halt doch die Klappe. Links, rechts, vor, zurück. Das macht Spaß. Das bringt Glück. Tja, man geht da immer hinter in der Hoffnung, dass da ein Gegenstand ist. Zwei, drei, vier, fünf. 2, 3, 4, 5. Ich müsste mir eh mal die Tage... Ich glaube, das mache ich jetzt dann auch, wenn ich hier fertig bin, weil ich werde hier jetzt heute nicht mehr großartig viel weiter zocken. Ich werde mir dann eine Liste heraussuchen, in der steht, wo die ganzen Items versteckt sind. Und deshalb, ja. Kommst du mal her, kleiner Wauwau. Und wirst bitte elendig verrecken. Soll ich euch mal zeigen, wie das mit dem Unleashed funktioniert? Okay, das funktioniert dann doch nicht so, wie ich haben wollte. Ja, sag ich doch. Funktioniert zwar nicht ganz so gut, aber hat seine Zwecke erfüllt. Und du? Okay, weiter. Nice. Ach ja, und das war's dann auch schon hier mit der Nachtebene der Cool Edge, wenn ich mich nicht irre. Tatsache!
Ich hab nicht genügend Ringe? Okay. Da bin ich dann doch etwas sehr schockiert. Okay. Ist wurscht. Illustration 13, Station 83. Ein Tafelfragment mit blauen Juwel erhalten. Hey, es ist schon wieder Tag. Hey, Sonic. Jetzt, wo wir mehrere Tafelfragmente haben, sollten wir nicht den Professor besuchen? Gute Idee, Chip. Aber nicht mehr heute. Das machen wir beim nächsten Mal in der nächsten Aufnahmesession. In diesem Sinne bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und in diesem Sinne, checkt mein Twitter und mein Discord. Schön gemacht. Das war's. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.